Aufgepasst, liebe WHO-Pandemievertragskritiker, dieses Video will ich mir auf jeden Fall abspeichern, denn hier versichert unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk namens ORF am 13.05.2024 in der Zeit im Bild, dass wir den Anweisungen der WHO in Zukunft nicht Folge leisten müssen. Herrscht im Vertragsentwurf nicht das Muss, sondern das Soll. Alles freiwillig. Und ich nehme das für bare Münze. Danke, liebe ORF. Ich werde gern darauf zurückkommen. Mein Video steht übrigens jedem frei zur Verfügung, ohne entgeltliche Ansprüche. Im Falle der ORF-Berichterstattung über den WHO-Pandemievertrag wird der Ton gegenüber WHO und Impfkritiker immer rauer. Dass rechte und Corona-kritische Parteien und Gruppierungen in dem Vertrag eine willkommene Möglichkeit sehen, ihre Corona-Kritik wieder aus der Schublade zu holen. Die Beschreibung Rechte und Gruppierungen erinnert nicht nur an dunkle und längst vergangene Zeiten, sondern darf auch bei der Diffamierung unerwünscht andersdenkender und auszugrenzender Bürger nicht fehlen. Und sowas darf man natürlich auch öfters erwähnen. Es gibt sehr viel Kritik am Pandemievertrag, vor allem vom politisch rechten und Corona-kritischen Spektrum. Und gegen genau solche Leute, die Bedenken haben, dass dieser WHO-Pandemievertrag zu einer Art Gesundheitsdiktatur führen könnte, schlägt der ORF mittlerweile noch härtere Töne an. Zugleich wird im politischen Rechtsaußen und in der Parallelwelt der Verschwörungsschwurbler seit langem vor einer WHO-Diktatur gewarnt. Rechtsaußen und in der Parallelwelt der Verschwörungsschwurbler. Nur so eine Frage zwischendurch. Haben nicht solche Leute auch vor Impfschäden zu Recht gewarnt? Oder davor, dass Lockdown und Massenpflicht psychische, wirtschaftliche und auch körperliche Schäden nach sich ziehen können? Besonders bei Kindern. Ich frage nur von einem Freund, die gerichtlich freigeklagten Protokolle des Robert-Koch-Instituts bestätigen, dass die Wissenschaftler dort im Vorfeld genau zum gleichen Schluss gekommen sind wie die Maßnahmenkritiker. Und wie gesagt, das alles hat sich mittlerweile auch nachweislich bestätigt, öffentlich und amtlich. Die eingeblendeten RKI-Files könnt ihr übrigens auch wie immer selbst nachkontrollieren. Link unten dazu wie immer in der Beschreibung auf YouTube. Wegen einer mittelschweren Grippe, die auch nachweislich weniger Tote als Influenza hervorgebracht hat. Wie die offiziellen Zahlen des Deutschen Statistischen Bundesamts am besten zeigen und auch die RKI-Files bestätigen. Hier ein Vergleich der Jahre, 2016 bis 2022. Die dickfettblaue markierte Linie zeigt übrigens das Todesjahr 2020. Wohlgemerkt, es gab noch keine Impfung. Und hier handelt es sich sogar um die gefährdetste Gruppe der 80- bis 85-Jährigen. Später kam die weit schwächere Version und Variante Omikron dazu. Dazu findet Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, folgende Worte. Needs a new accord. Die Omikron-Variante zeigt, warum die Welt einen Pandemievertrag braucht, weil die aktuelle globale Gesundheitsarchitektur dazu führt, dass jedes Land nur für sich arbeitet und das hilft am Ende keinem. Er soll sicherstellen, dass die nächste Pandemie besser bewältigt wird. Ein Mann, der übrigens auch am Völkermord in Äthiopien beteiligt gewesen sein soll. Ein vertrauenswürdiger, schnuckeliger Typ also, ne? Hier noch ein paar nette Worte an Kritiker wie mich gerichtet und auch beschwichtigende Worte, was den WHO-Pandemievertrag betrifft. Wen scherzt, dass nie vorgesehen war, dass die WHO-Staaten etwas aufs Auge drücken kann und im letzten Vertragsentwurf sogar explizit ausgeschlossen wird, dass die WHO eine Impfpflicht, Reisebeschränkungen oder Lockdowns verhängen kann. Im Gegenteil, der Vertragsentwurf wurde bereits stark abgeschwächt. Es wimmelt von Formulierungen wie vorzugsweise und wo angebracht. Und anders als von Verschwörungsschwurblern behauptet, herrscht im Vertragsentwurf nicht das Muss, sondern das Soll. Zurück zu den ernsthaften Diskussionen um den Vertragstext. Die vom ORF eben erwähnten Verschwörungsschwurbler haben also zu Unrecht Bedenken? Na, das finde ich ja klasse. Und es erklärt auch den Sinn meines Videos. Hier habe ich den Videobeweis und werde mich genau auf diese ORF-Aussagen berufen, falls mich in Zukunft wieder wer zum Testen, Maskentragen oder Impfen nötigen möchte. Denn eines ist ja schon sicher. Und die nächste Pandemie, so Expertinnen, ist nur eine Frage der Zeit. Na eben, und diese Pandemie werde ich wieder auf eigenes Risiko überleben oder auch nicht, wer weiß. Und falls das einer Exekutive oder einem Gericht noch zu wenig ist, möchte ich mich ebenfalls auf die Aussagen folgender Expertin berufen. Ein großer Kritikpunkt ist, dass in die Souveränität der Länder eingegriffen werden soll. Ist denn das mit dem Pandemievertrag der Fall?
Das ist überhaupt nicht der Fall. Also erstens muss man davon ausgehen, also ich muss mal sagen, es ist wirklich Fake News, ja. Denn dieser Vertrag und alles, was wir jetzt vorher besprochen haben, deutet ja schon darauf hin, dieser Vertrag wird von souveränen Mitgliedstaaten verhandelt. Und diese souveränen Mitgliedstaaten verhandeln, was sie bereit sind, gemeinsam zu tun, was sie bereit sind zu teilen, wie sie miteinander umgehen würden. Und darum geht es ja genau. Und von daher wird einer internationalen Organisation wie der Weltgesundheitsorganisation in keiner Weise auf irgendeine Art eine Macht zugesprochen, wie es gesagt wird, dass die WHO nun plötzlich sagen kann, hier muss es einen Lockdown geben oder ihr dürft die Kinder nicht mehr in die Schule schicken oder 25% eurer Medikamente müssen abgeführt werden. Also hier wird sehr systematisch fehlinformiert und das hängt natürlich damit zusammen, dass man insgesamt nicht positiv gegenüber einer internationalen Zusammenarbeit eingestellt ist, den Multilateralismus ablehnt und sozusagen in das eigene nationale Schneckenheim hinein will. Wunderbar, dann wäre ja alles geklärt. Der Pandemievertrag kann kommen. Ich bleibe wieder ungeimpft in meinem Schneckenheim. Ich denke, es war eher Schneckenhaus gemeint, aber ich will nicht so kleinlich sein. Jetzt wissen wir ja, dass es uns egal sein kann. Öffentlich, rechtlich und amtlich. Oder?